Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, willkommen wieder im Wald bei The Forest. So, hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube, das habt ihr noch nicht gesehen hier. Ich wollte jetzt hier eine Leiter bauen. Da fiel mir aber irgendwie beim Bauen auf, ey Alter, wäre es nicht erstmal sinnvoller, da oben eine Plattform hinzustellen? Dann könnte man nämlich von der Plattform da oben, nämlich hier die Treppe hochbauen. Weil jetzt hier einfach auf blauen Dunst erst die Treppe bauen, ich glaube, das wird nichts. Zweitens fällt mir auf, ich hätte gern diese Plattform noch ein bisschen, ja, ein bisschen zugemauert. Nicht, dass die Zombies da ankommen und... Ach, Zombies sind ja Kannibalen. Wie komme ich jetzt auf Zombies? Dass die Kannibalen da ankommen und jetzt hier uns alles hier zu hackstückeln. Können wir eine freie Wand bauen? Okay, dann sage ich erstmal ja. Und dann sage ich hier nein. Das brauchen wir nicht, die Wand brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Oh, jetzt habe ich das andere abgebrochen. Scheiße. Wir kriegen nur ein Holz wieder. Echt halt. So. Und hier hätte ich gern genau hier eine Tür. Mit der Verriegelung nach innen macht am meisten Sinn. Gut. Dann könnte man hier schon mal Baumstämme sammeln. Wenn du hier schon gerade liegst. Weil ich weiß nicht, ob sie das Seil da hochkommen. Bin ich mir nicht sicher. Hier dürften sie ja nicht so einfach hochkommen. Toll, die Treppe hatte schon 5 Baumstämme reingeballert, glaube ich. Und kriegt nur einen wieder. Ist ein bisschen frech. Ne, ich glaube, wir machen erstmal das. Dass wir da irgendwie so einen sicheren Punkt haben. Haben wir noch was zu essen dabei, zu trinken? Großes, kleines Fleisch. Na gut, das zünden wir nochmal schnell an. Das draufgelegt. Ja. Trinken wir auch mal wieder. Oh, ich fackel mich immer selber ab. Gut, dann kühlt mich im Wasser ab oder so. Hallo, hör auf zu brennen. Und einen Schluck trinken wir ganz gut. Ich weiß, es ist Gammelwasser. Aber wenn es hier nicht einfach regnet, ich habe da oben auch nochmal so ein Schildkröten... so ein Wassergefäß gebastelt. Genau wie hier, aber ist ja trocken. Oh, schon wieder. Oh, das gibt's nicht. Nimm Abstand, Heinrich. Einfach Abstand nehmen. Mann, oh Mann, der tut mir leid, der Kerl. Ich fackel ihn selber an. Die Kannibalen riechen uns eigentlich. Müssten es ja schon riechen. So. Boah, sind wir ganz schön am Gesundheit verloren. Jagen müssen wir eigentlich auch. Ah, wo bauen wir denn jetzt Holz ab? Jetzt sind wir mal oben gehauen. Komm. Wir gehen da hinten wieder hin. Ab übers Wasser. Ah, da hoppelt was. Oh, ein bisschen weiter weg. Von der Base. Und hier holen wir uns jetzt ein paar Bäumchen. So, vor der Aufnahme hatte ich noch gelesen, ganz kriminell, müsst ihr aufpassen, dass ein Mitarbeiter von einer Firma XY versucht hat, einen Kollegen zu vergiften. Der wollte so Bleipulver oder so.
auf seine Stulle kippen. Also man hat ihn dabei überführt oder man hat es aufgenommen. Und ja, jetzt gehen die davon aus, also dieses Pulver, was da drauf getröpfelt wird, oder was er drauf getröpfelt machen wollte, das führt zur Bleivergiftung. Und eine Bleivergiftung nachzuweisen ist wohl nicht leicht, denn man kann diese Bleivergiftung auch mit anderen Sachen verwechseln. So, das war das zum Beispiel, ich glaube, Herzinfarkt oder so. Und jetzt, wo sie ihn überführt haben, fiel den Mitarbeitern auch irgendwie auf, dass ganz viele Leute eigentlich die letzten Jahre an verschiedenste Bleivergiftung oder Herzinfarkt gestorben sind. Und es könnten jetzt bis zu 21, ja, es gibt jetzt 21 Morduntersuchungen zu den Typen. Also er könnte jetzt mehrere Leute gekillt haben. Darum sage ich euch, warne ich euch, passt auf eure Stulle auf der Arbeit und in der Schule. Es gibt komische Menschen. Die kommen auf komische Ideen. Ich meine, jeder hat doch irgendwie Kollegen, die er nicht mag. Ich habe da auch vielleicht den einen oder anderen mal gehabt, aber den irgendwie zu vergiften, weiß ich nicht. Wir haben eher die Maus abgeklebt oder die Tastatur, so die Bezeichnung geändert. Sowas hat man gemacht, das ist ja noch okay. Aber jetzt Bleivergiftung und so, das ist echt, das geht zu weit. Das ist auch wieder so ein Fall, wo ich denke, so, das könnte das in dem Realen, das könnte keiner machen. Das ist so fiktiv, das ist so eine Idee. Aber nein, die Realität bringt manchmal die komischsten Sachen hervor. Naja, ich wollte euch nur kurz warnen. So. Also wenn Bambi gleich nochmal kommt, dann mache ich Bambi tot. Aber ich glaube, Bambi ist jetzt weg. Für dich, Bambi. Wir brauchen nämlich Fleisch. Und aus dem Bambi-Pelz kann man sich bestimmt Hausschuhe machen. Also wenn ich ein Survival-Game machen würde, dann würde ich mir Hausschuhe basteln. Also würde ich ins Spiel implementieren. Weil wenn man irgendwie sein Haus später mal hat, dann will man doch nicht mit den dreckigen Schuhen, mit denen man im Wald war, in das Haus reinspazieren. Nein, da will man seine Reh- oder Bambi-Plüsch-Schuhe haben. Ach, was weiß ich, was Bambi ist. Mathilde schreit die ganze Zeit, hirsch, hirsch. Für mich ist Bambi Bambi und Bambi muss sterben. Ich glaube, es gab auch bei South Park so ein böses Bambi. Das waren, glaube ich, die Tiere aus dem Wald. Da, genau, das Weihnachtsfest der Tiere. Das war echt brutal. Also, nichts für Kinder. Ich glaube, die haben Menschen geschlachtet oder so. Ah ne, die haben Satan angebetet. So war das. Ich glaube, die haben Blutopfer gemacht, die haben den Weihnachtsmann durchgekillt oder so, ne? Genau, die wollten den Antichrist wieder wecken. Ich glaube, ich muss die Folge nochmal sehen. Aber ich glaube, die haben irgendwen angegriffen. Da, Bambi, es tut mir leid. Haben wir einen Bogen? Ja, bringt er was? Piept der toll. Lauf nicht weg! Tu doch niemanden was. Meine Pfeile schmecken doch gut. Oh, Bambi läuft zum Lager. Praktisch. Noch besser. Nicht getroffen. Schießübung machen hier. Na, jetzt rennst du weg. Das gibt's nicht. Amma. Lass mal die Pfeile raus. Komm mal. Danke. Danke. Trophäe will ich nicht. War noch nie so ein Bambi-Fan. Ah, Pfeile lagen hier auch noch. Wunderbar. Aber wir bräuchten auch mal einen besseren Speer. Ich war ja bisher immer in dem Spiel ein Fan von diesem verbesserten Speer. Damit kann man auch ganz gut die Kannibalen zerhackstücken oder erstechen. Man braucht halt nur pro Kannibale gefühlte 5-6 Schläge.
Aber mit der Waffe kam ich bisher am besten. Nein. Leg das wieder hin. Wir wollen den Wagen nehmen. Mit der Waffe kam ich bisher hier am besten klar. Die Kannibalen haben noch so starke Einhandwaffen aus Schädeln gemacht, aber die brauchen immens lange zum Zuschlagen. Und der Speer oder auch die kleine Axt, die gehen ziemlich schnell, machen dafür aber weniger Schaden. Aber wenn man die Kannibalen schlägt, zumindest die, die ich bisher getroffen habe, rücken die immer so ein Stück zurück oder können dann halt nicht reagieren, quasi. Und kann man immer weiterhauen. Ey, das gibt's doch nicht. Warum? Wer packt denn hier die ganzen Steine hin? Nochmal weg da mit den Steinen. Oh. Gut, dass der Karren schwimmen kann. Ja. Ich hätte am liebsten erstmal die Tür fertig gemacht. Ah, fantastisch. Oh, gehst du da hoch? Ach ja, man kann nur zwei. Ich will ja dann doch ein drei Stück tragen. Aber geht dann nur zu zweit. So. Tada! Kaninchen, 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 Kaninchen! Oh, sind die fix! Ich bin fixer. Nein, bin ich doch nicht. Ah, verdammt! Hier geht's Richtung Strand. Ich trau mich nicht. Du lockst mich doch nur in eine Falle, Kaninchen. Ah, keine Ausdauer mehr. Und da verhöhnt es mich. Ah, wart ab, wart ab. Verhöhnst mich? Oh, Wichsding. Shit. Würde eigentlich nicht mehr schießen. Kann man das einfach wegstecken? Ah. Gut. Hängen wir mal das Fleisch auf. Stick, stick, stick. Muss noch irgendwas mit den Sticks bauen. Der verfolgt mich. Der ist ja schlimmer als ein Kannibale. Jetzt haut er wieder ab. Ihr wollt mich auch veräppeln, oder? Oh, haben wir wenigstens einen. So, nächster. Yes! Killer! War nix. War auch nix. Die anderen beiden habe ich gerade so gut getroffen. Yes! Jetzt haben wir erstmal genug Fleisch hier. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles unterkriegen. Kriege ich den Pfeil da raus? Habe ich das gerade gemacht, oder? Weil was Geräusche angeht, bin ich auch hier so ein bisschen penibel. Warum stöhnt der Typ? Das irritiert mich immer. So. Schnell zurück aufhängen. Dafür müssen wir uns mal auf die Bank setzen. Hat sich eine Bank gebaut, oder? Mal ganz kurz ein bisschen. Ah, dieser Frosch, ne? Wenn ich dich mehr erwische. So, frisch ausgeruht, können wir wieder aufstehen. So, ein Häschen haben wir. Das eine machen wir uns mal schnell. Boah, ist noch so viel. Aber wir legen uns erstmal eins drauf. Piepmätze. Oh, wieder 14 Feder. Na gut. Ah, du kleiner. Hinterlassen wegen Federn. Es gibt's doch nicht. Naja. Essen können wir noch nicht. Yes. Warte mal.
Hätte schwören können, ich habe was stöhnen gehört, aber kann mich auch irren. Ich glaube, so ein Behälter bauen wir da oben auch nochmal hin, falls wir mal belagert werden. Ja, sauberes Trinken. Wir haben kein sauberes Trinken. Wir haben nur dieses Gammelwasser. Solange es nicht regnet. Ja, jetzt hustet er wieder. Stellt sich auch an, ne? Können wir vielleicht... Nee, das war auf B. Nahrung. Hier. Ist eigentlich doof, dann können wir sie ja gar nicht von da oben beballern. Wo packen wir das hin? Packen wir es hier hin? Ich pack's an die Wand. Weil ich will ja eh nichts groß bauen. Oh. Und dann haben wir hier noch was zu essen. So viel dazu. Die Sonne schon langsam unter. Ist auch unschön. Trotzdem würde ich jetzt sagen, gehen wir nochmal hoch. Stöcker immer mitnehmen. Mal Knochen oder so? Oh man, nicht. Können wir aus dem Rehfell irgendwas Geiles machen? Ein Wasserschlauch. Ist das dann sauber? Machen wir mal. Ah ne, wir brauchen ein Seil dafür. Weg. So. Tada. Machen wir nachher mal mit Wasser voll. Ja, immer mal ein bisschen Blätter nebenbei einsammeln. Kann man ja... Ach ja, Stöcker geht nicht mehr. Kann man nicht daraus ein paar Pfeile basteln? Nee, Junge. So. So. Ah, es ist schon zu weit. Dann müssen wir hier oben auch so einen kleinen Parcours basteln. B. Eigener Bodenfundament. Warte mal, können wir vielleicht... warum gehe ich immer auf I? Eigene Treppe bauen? Dass wir von hier oben sagen... Mal so, naja, es ist auch alles scheiße. Das ist eine Plattform. Und so ein Teil. Oh, wir könnten noch eine Plattform bauen. Hier zum ersten Mal. Die Plattform bauen und von der. Oh, 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 oh. Oh, scheiße.
Genau. Wir bauen. Mach mal Licht an hier. Wir bauen erst eine Treppe. Ein bisschen. Dann eine Plattform. Und dann eine Treppe weiter nach oben und. Oder wir bauen da oben keine Treppe. Wir bauen dann. Wir bauen erst Treppe, Plattform. Und von oben bauen wir eine Plattform so, dass wir mit einem Seil runter können. Oder rauf können. Weil dann könnte man hier vielleicht noch einen Garten anlegen. Vielleicht hier ein. Und hier einen kleinen oder einen großen. Und ich glaube, das mache ich erstmal. Also, wieder Mission to Treppe. Treppe. Hätte ich sie immer nicht abgerissen. So. Sagen wir mal, ja, ist ein bisschen zu sehr Abstand. Irgendwie, dass wir hochkommen. So sehr geht's nicht. Oh, der baut dann quasi. Das würde mir auch schon gefallen. Kann ich denn das einstellen? Verdammte Axt. Das gefällt mir sehr gut mit deiner Plattform-Idee, was du da machst, automatisch. Ja, es war ein bisschen schief. Nee, komm, machen wir mal ein bisschen gerade. Ein bisschen gerade. Die Idee fand ich super. So. Ist immer noch ein Tuck schief, ne? Ja, so kann ich mit leben. Genau. Und dann gucken wir von oben nochmal. Das heißt jetzt aber, wir müssen erstmal 12 Bäumchen hacken. So, mal was anderes. Haben wir eine Möglichkeit? Ah, wir brauchen hier oben noch ein Lagerfeuer. Falls wir ja abgeschnitten sind, wir wollen ja hier oben komplett autark gegenüber dem Boden leben. Leuchtfeuer brauchen wir nicht. Einfach so ein einfaches Lagerfeuer. Ah, komm. Ah. Könnte man so als Abwehrmaßnahme eigentlich anmachen. Wenn das geht. Wenn sie die Tür aufbrechen, dann könnte man hier das Lagerfeuer anmachen und dann müssen sie durch das Lagerfeuer. Weil wäre es cooler gewesen, wenn ich das davor gebaut hätte. Wir lassen es erstmal. Ich lasse es erstmal hier. Bauen wir es hier. Nee, ist auch scheiße, falls ich vom Rand schießen will. Das ist eine ganz doofe Idee. Wir bauen es doch hier irgendwo jetzt ran. Zu wenig Steine. Jetzt wird es ein bisschen windig. Ich will schon wieder 3 auf einmal nehmen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe eine ganze Zeit immer nur eingetragen, weil ich nicht wusste, dass man 2 Baumstämme tragen kann. Und jetzt, wo ich es weiß, möchte ich am liebsten 3 tragen. Aber das geht ja nicht. So, und 2 Steine brauchen wir noch. Und der hat schon wieder Durst. Können wir unseren Trinkschlauch ausrüsten? So. Wenn ich das jetzt trinke. Bewahrt Wasser auf. Schmutziges Wasser. 100%. Ja, toll. Also hilft es nichts. Ich glaube, wir vergiften uns irgendwann noch selber. Mit dem
trinken. Jetzt hat er schon wieder Hunger. Was ist denn fertig? Nehmen wir das mal. Ist das fertig? Getrocknetes Fleisch essen. So. Das ist eine gute Idee, ist in der Dunkelheit Holz zu hacken. Komm, machen wir, aber ich mache das hier in der Nähe vom Lager. Traue mich jetzt nicht so weit weg. Ja, ich gebe ja zu, ich bin ein Schisser. Es ist dunkel, ich habe hier so ein scheiß Feuerzeug. Und diese Kröte, ne? Also falls ich mal eine zweite Basis baue oder so, nicht an so einem See. Diese Kröte geht mir extrem auf. Kann ich das von hier unten aufmachen? Nope. Wir müssen außen rumlaufen. Ah, geht aber doch hier. Was mir auch gerade einfällt, könntest du mal kurz testen. Ich weiß nicht, ob das geht. Es gibt doch so eine Verteidigung. Dann müssen wir ja auch mal langsam anfangen zu bauen. Die würde ich dann nicht machen. Wie sieht denn das mit dieser Dornverteidigung aus? Kann ich die hier dran bauen? Nee, die nicht. Schade. Müssen wir das oben machen. Gut, ich hab's schon geahnt. Da liegt noch einer. Dass dem da nicht bei heiß wird. Eigentlich müsste er so Feuerschaden kriegen. Also wenn ich so lange ein Feuerzeug immer anhabe, dann verbrenne ich mich irgendwie so ein bisschen. An diesem Metallteil am Rand oder so. Wo der Daumen tut weh von so einem langen Drücken. Beziehungsweise halt die Luxusprobleme. So, der rollt einfach durch den Stein weg. Frech. Ah, die sind schon praktisch dahin. Dann müssen wir nicht so weit laufen. Ist schon mal gut. Ah ja, und Steine brauchen wir. Na komm. Einen noch. Oh, ein Stein lag im Stein. Stein im Stein. Die Mathilde meinte gerade Steinception. Aber ich finde das schon krass mit dem Mikrofon. Ich habe jetzt schon mehrfach mitgekriegt, dass wenn Mathilde mit im Raum ist, können wir da überhaupt raufgehen? Naja, geht so. Muss man echt hüpfen, das ist echt scheiße. Wir kommen nicht auf die unterste Stufe. Na gut, wenn wir nicht draufkommen mit gehen, dann kommen wahrscheinlich hier die Kannibalenviecher auch nicht drauf. Mann, scheiße, können die hier vielleicht draufspringen? Geht das? Ich fühle mich hier nicht sicher. Und ich mache wieder auf I. Immer auf I. Nee, ich will nur einzelne. Ah!
freies Bauen? Gibt es eine... Ich will jetzt keine Wand hinsetzen. Grundlegende Wand. Ja, es ist zwar eine teure Wand und boah, krüppelmäßig. Naja, kommt damit nicht klar, dass das Lagerfeuer da ist. Ja, es sieht nicht schön aus, es soll einfach nur funktionieren. Nicht, dass die Kannibalen da von der Seite einfach reinspringen, das geht ja gar nicht. Das wollen wir nicht. So. Zum Hackstückeln. Verbraucht das so viel Nahrung? Da schon wieder Hunger. Und Durst. Ist das normal oder liegt das daran, dass wir einfach immer Gammelwasser trinken? Und jetzt schon wieder regnet es eigentlich nicht. Die Sonne geht schon auf. Wir wollen ja nicht unseren Schlafrhythmus durcheinander bringen eigentlich. Können wir schlafen? Erstmal speichern. Und schlafen. Boah, hell. Kann man doch viel besser sehen als in der Nacht. Sieht doch viel, viel besser aus. So. Kann man irgendwie im Menü erkennen oder so, wie viel Uhr es ist? Wo muss man... Ja, ist ja schon Mittag. Guck mal in die Sonne. Das ist doch scheiße. Da ist der Schlafrhythmus von diesem Spieler hier total im Arsch. Oder ich muss mich so lange wach halten, dass wir dann halt... Dass es dann wieder passt. Ja, wir haben wieder Durst. Wir haben wieder Hunger. Geregnet hat es auch nicht. Ups. Mal wieder nachladen. Geht auch nicht überall. Hä? Nochmal da rein. Von dem Symbol könnte man vermuten, dass es vielleicht einen Kochtopf gibt oder sowas. Dass man vielleicht das Wasser abkochen kann. Auch das wäre cool. So, dann haben wir ja das soweit erstmal gemacht. Knochen fehlen noch. Ah, es ist... Was kann man damit machen? Mit Echsenhaut. Tarnklamotten. Cool. Mal. Können wir das tragen? Yeah. Unsehen. Okay. Cool. Wir haben jetzt so ein bisschen Laub. Tarnkram. Am Arm. Tarnkram am Arm. Oh, kann ich hier... Bleib stehen. Aber ich haue immer daneben. Yes. So. Da haben wir ja heute schon was vollbracht.
Genau, Kaninchen aufhängen. So, ich würde jetzt mal nach oben gehen, genau nach oben, und dann gucken wir mal, wie wir die Plattform bauen. Zack. Ich komme mir irgendwie vor, dass ich irgendwie letztes Mal viel besser und schneller irgendwie was gebaut habe. Ich hatte da schnell eine Umzäunung gemacht, eine Blockhütte gebaut. Aber dafür habe ich echt die ganze Zeit, ich glaube, die ersten Tage nur Holz gehackt. Ich hatte hier die ganze Plantage, habe ich weggehauen. Hier unten auch. Nachdem ich dann gemerkt habe, dass die unten lang gelaufen sind, habe ich die Bäume hier stehen lassen als Deckung. Wachsen die, was mir gerade frage, ob die Kisten auch wieder einfach auftauchen oder ob die immer offen bleiben. Okay, die bewegen sich. Ne, sind immer offen, okay. Schade. Weil ich habe es ja eingestellt, zum Beispiel, dass die Bäume immer wieder nachwachsen. Hätte ja sein können auch, dass die ja, Koffer irgendwann mal wiederkommen. Oh, Fischi. Zack, komm her. Fischi? Komm her. So. Ich weiß auch, dass ich leider nur drei Fischis sammeln kann. Ich glaube, mehr ging nicht, weil man nicht mehr tragen kann. Und ich hatte mich mal gewundert, ich hatte da irgendwie mal vier, fünf Fische aus diesem See geholt und immer nur drei im Inventar gehabt. Ja, dann habe ich wahrscheinlich unterwegs weggeworfen oder während der Jagd schon weggeworfen. Die armen Fischis umsonst gestorben. So, das ist doch schon mal eine annehmbare Höhe. So, wenn wir jetzt Plattform. Ne, es ist eine einzelne Plattform. Das möchten wir nicht. Ne, will ich nicht. Geh weg. Wir hatten, wie hieß das, eigenes Bauen? Eis bauen? Das eigene Boden? Ne, eigener Boden ist auch. Das war doch hier da. Eigenes Fundament. So. Wenn wir jetzt schon mal. Wir können doch quasi. Das bisschen schön eben eigentlich machen. Wäre auch toll. Wie sieht denn das aus? Und ich jetzt sage von da. Und nein, 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 nein. Oh, fuck. Okay, wenn wir jetzt schon hier unten sind. Ungefähr gerade. Ich habe keine Ahnung. Alter, es wird eine mega Plattform. So. Ja, jetzt komme ich leider. Ich weiß nicht, ob es das gleich automatisch abbricht. Oh, es ist. Mathilde spielt schon wieder 7 Days to Die. Nee, kannst ruhig ohne Kopfhörer spielen, aber es hat mich gerade wieder irritiert. Ich dachte gerade, ein Kannibale schreit wieder rum. Okay, dank dir. Jetzt spielt sie mit Kopfhörer. Weil es echt, da gibt es ja so eine Kreischerin und ey, wenn die rumkreischt, ich dachte gerade echt, mir steht hier gerade irgendwo ein Kannibale vor. Wir haben die auch schon ewig nicht gesehen. Oh, das sieht gleich nach Regen aus. So. Das sieht ja mega bescheuert aus mit der Plattform. So, machen wir mal hier so. Wie viel Holz braucht er denn? Zwar ein bisschen schief, aber ist egal. Passt das ungefähr gerade dazu? Könnte passen, oder? Zwar vielleicht eine Hängebrücke dran bauen. Was, wie viel Holz soll das denn kosten hier? Das ist ja mega groß. 148.
Scheiße. Vielleicht die Hälfte davon? Naja, eigentlich sind wir ja, haben wir ja unser Baumhaus. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie riesig. Können wir das ein bisschen kleiner machen? Kann ich das abbrechen? Hallo, abbrechen. Fundament. So. Machen wir diesmal ein bisschen so. Fangen wir mit der Breite an. Die ist scheiße, weil dann falle ich da wieder runter. Das reicht doch von der Breite, oder? Hüpfen wir wieder runter. Gut, haben uns kaum verletzt. Ungefähr gerade. Schön in den Fels rein. Es ist schon wieder so scheiße dunkel. Aber wir müssen ja die Nacht durchmachen quasi. Dass wir wieder so einen normalen Schlafrhythmus bekommen. Oh, hat das was zu bedeuten? Der Mond ist bedeckt. Eine Mondfinsternis. Nicht, dass das so ist wie bei Seven Days to Die. Da gibt es ja auch dann halt alle 7 Tage so einen blutroten Mond und dann sind halt diese Scheißviecher sehr aktiv und greifen dann deine Basis wellenmäßig an. Da hätte ich jetzt echt keinen Bock zu, weil ja, wir haben ja nichts zu verteidigen. So, ich hoffe, das mit der Plattform passt jetzt so ein bisschen. Sieht aber auch wieder so groß aus. Ja. Und ist ein bisschen schief zu dem anderen. Oh, das ist doch kacke. Ich baue das jetzt so. Ich baue das jetzt so und dann kommt hier eine Mauer vorne weg. 80 ist auf jeden Fall besser. Ah, nicht ganz gerade. Ist egal, das machen wir dann anderweitig gerade. So. Dann Mission to Holz hacken. Ja, ich sehe auch schon, die Aufnahme geht schon über 40 Minuten. Ja, ich würde dann mit der Aufnahme erstmal einen Break machen. Ich hacke jetzt hier einfach erstmal stumpf Holz. Ist ja nicht so unterhaltsam. Und ich schalte dann wieder zu, wenn es dann wieder spannender wird. Also wünsche ich euch noch viel Spaß. Wenn es euch gefällt, wenn ihr noch Tipps habt oder Anregungen, lasst sie bitte in den Kommentaren da. Über Abos würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und du hau auch rein. Und rein da. Immer rein da mit der Axt.